Lehrreich. 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 Interessant. Gesellig. Spannend. 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 Sehr spannend. Intensiv. Große Entwicklung. Die Trainings waren vor allem originell. Sehr viele Bürosnacks. Intensiv. Auf jeden Fall fordernd. Fordernd. Leicht chaotisch. Unterhaltsam. Mein Kondit hat mir auf unserer ersten Dienstreise gezeigt, wie man eine DB-Lounge nutzt, indem man dort auch gut arbeiten kann, kostenlose Getränke bekommt und manchmal sogar ein Essen in der Premium. Als ich beim Auswärtigen Amt einen Workshop leiten durfte und das sogar allein, das war wirklich herausfordernd. Dass ich direkt zu Beginn schon Kundenworkshops und Trainings mit konzipieren und auch halten durfte. Und inoffiziell aber eigentlich im Workshop Zeitschriften zu zerreißen und zu einer Collage zusammenzubasteln. Ziemlich steil, solange man sich proaktiv einbringt und auch Selbstverantwortung für seine Handlungen übernimmt. Being a Consultant, weil zum einen war es das erste Mal in Präsenz für mich und das zweite, es kam, nachdem ich schon eine Zeit lang hier gearbeitet habe und hat mir sehr viel gegeben, was ich zum einen rückblicken konnte auf die Zeit, die ich was schon gemacht habe, was ich hätte ändern können und gleichzeitig aber auch, wie ich jetzt zukünftig weiterarbeiten möchte. Mein bisher größtes Learning, würde ich sagen, ist, dass es in neuen Projektkontexten besonders wichtig ist, nicht nur kompetent zu sein, sondern auch kompetent zu wirken. Ich würde mich gerne bei all meinen Projektmitgliedern und Projektleiterinnen und Leiter, die ich bisher hatte, bedanken, die mir sehr viel beigebracht haben, nicht nur was jetzt irgendwie im Projekt, was das Projektgeschäft angeht, sondern auch, wie es ist, eben Berater zu sein und wie man sich da verhält und was man macht. Und gleichzeitig würde ich mich ganz besonders bedanken bei Elin, die gerade am Anfang, wo ich ganz neu im Projekt war, mir jeden Tag ein Pep-Talk gegeben hat, sodass ich mich immer sehr gut gefühlt habe dann und wieder motiviert war, auch an schwierigen Tagen. Ich würde mich gerne bei einigen Leuten bedanken. Davon vor allem aber ein Riesendank an meine Sitzplatznachbarin Bezabe Zameni, an mein Consulting Cornelius Goldhahn und aber auch an Matthias Haberkorn und Benno Klaas. Neben den ganzen Trainerinnen und der Trainingakademie meinem Buddy Anne, dem besten Buddy der Welt natürlich, die immer für Sorgen, kurze Panikmomente verfügbar war, empathisch war, Tipps gegeben hat und der größte Swifty von ganz Cassini ist. Danke. Es gibt viele Leute, denen ich meinen Dank aussprechen würde, insbesondere meinem Consulting-Lead Tim Reubke, meiner Mentorin Hani und meinen beiden Buddies Matthias und Markus, aber auch Lukas Josum, der mich gerade in dem Technikbereich sehr unterstützt hat. Neben meinem Team würde ich auf jeden Fall Marco bedanken, weil er im Projekt mir immer geholfen hat und immer für mich da war, wenn ich irgendwelche Fragen hatte und da hingehen.